Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten wunderschönen Reaktion von mir. Mein Name ist Mowgli, der mit der Sonnenbrille. Und wir gehen jetzt ins Video rein. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das eine Reaction wird, ob das überhaupt echt ist, Chat. Wurde mir vorgeschlagen. Keine Ahnung, ob das Fake ist oder ob das so ein Meme-Video wird. Ich weiß es nicht. Video heißt Interview der Mutter des Anzeigenhauptmeisters. Eins, wenn das legit ist. Zwei, wenn das ein Fake ist. Also, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir sind auf jeden Fall drin. Ist ein relativ kurzes Video, geht 4 Minuten 20. Wir gucken einfach mal, was wir hier zu sehen kriegen. Mutter vom Anzeigenhauptmeister im Interview. Let's go, wir gucken mal rein. Ich habe nur Angst, dass er gut geschlagen wird. Sie möchte nicht erkannt werden. Ihr Sohn Niklas ist der selbsternannte Anzeigenhauptmeister. Der 18-Jährige ist Deutschlands bekanntester Knöllchenjäger. Okay, ich glaube, da hat jetzt jemand den TV-Beitrag mit seinem Handy abgefilmt, oder? Das Fahrzeug hat keine Parkscheibe drin. Der parkt 1 Meter im Taxistand. Gesetz ist halt Gesetz. Dabei ist Niklas nicht ganz ohne sein eigenes Zutun ins Fadenkreuz von Leuten geraten, die gegenüber ihm inzwischen sogar Gewalt androhen oder gar Mord. Anzeigenhauptmeister mit Fahrradklingel niedergeschlagen und im Halteverbot zurückgelassen. Nicht, dass ich es ihm wünsche, aber das ist doch nur eine Frage der Zeit. Ja. Drohungen aussprechen. Jetzt spricht seine Mutter. Sie macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Er versteht's nicht, in welcher Gefahr er sich da befindet. Er wird erkannt, er wird gehasst, er wird geächtet. Und das ist ihm scheißegal. Chat, ist es echt oder ist es ein Fake-Video? Was gucken wir uns hier gerade an? Was ist passiert? Wenn Niklas N. seine Runde dreht, ist kein Falschparker vor ihm sicher. Deutschlandweit Ja, das ist echt. Ist er bekannt als Knöllchenjäger. Also, sorry für den Sound und sorry für die Qualität, aber das gibt's nur so, das Video. Also, der hat wirklich mit seinem Nokia 3712 den Fernseher gefilmt vom Sat.1 Frühstücksfernsehen. Das wäre in dem Fall so in etwa 2,15 Meter steht da drin. Hier ist in dem Fall jetzt die TÜV-Plakette abgelaufen. Seit März 2022. Das bedeutet, für diesen Fahrzeughalter jetzt 60 Euro in einem Grund. Der sogenannte Anzeigenhauptmeister hat es dank Social Media zu gewisser Prominenz gebracht. Was für gewisser Prominenz? Der Typ ist ein A-Promi-Chat. Ich kenne keinen in Deutschland, der prominenter aktuell ist als der Anzeigenhauptmeister. Zahlreiche Witzposts, Memes und Collagen machen ihn zu einer Internetberühmtheit. Doch jetzt schlägt seine Mutter Alarm. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, weil ich habe es ihm nicht vorgelebt. Und das, was die Leute machen, mir das vorzuwerfen, dass ich versagt habe, das ist unter der Gürtellinie. Boah, das ist aber auch scheiße, Chat. Die hat bestimmt Tage damit verbracht, so Hate-Kommentare unter diesen ganzen Videos zu lesen. Und da haben halt auch ultra viele dann so einen Scheiß geschrieben wie, ja, was hat denn der für eine Erziehung genossen? Da sind auch die Eltern dran schuld, die Mutter, was war das für eine Mutter? Das tut mir ehrlich leid für sie. Das Jugendamt hat einfach gesagt, nein, es ist kein Bedarf. Die haben alle die Türen zugemacht und gewartet, bis er 18 ist. Hä? Was? Was die Leute machen, mir das vorzuwerfen, dass ich versagt habe, das ist unter der Gürtellinie. Das Jugendamt hat einfach gesagt, nein, es ist kein Bedarf. Das Jugendamt hat gesagt, nein, es ist kein Bedarf? Haben alle die Türen zugemacht und Hä? gewartet, bis er 18 ist. Jetzt tauchen sogar Drohkommentare auf, wie: Hä, wollte sie ihn weggeben, ihr Kind, oder was? Ist der Backpfeifen-Obermeister ihn rein zufällig erwischt? Oder: Schreib dich an, ich lass ihn verschwinden. Und Clips wie diese aus dem Zusammenhang gerissene Gewaltszene aus England, die nahelegen, Niklas gehöre verprügelt. Im Zug wurde er What the fuck? angeblich von einem Mann attackiert. Sein Handy wurde ihm abgenommen. Niklas Mutter lebt inzwischen in Angst. Ich schlafe auf dem Fußboden im Flur mit einem Baseballschläger. Was? Ist es, ey Chat, ist das fake? Ich kann es immer noch nicht einordnen, ob das jetzt real ist oder fake. Die schläft im Flur auf Fußboden mit einem Baseballschläger? Das macht doch keinen Sinn, oder? Dann hört man es besser, wenn die Leute hochkommen sollten. Jetzt bitte. Danke. Dann hört man es besser, wenn die Leute hochkommen sollten. Dass Leute einbrechen bei ihr, meint sie, oder wie? Sie das Bündnis Kinderschutz um Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl um Hilfe, denn Pakete, die sie oder ihr Sohn nicht bestellt haben, werden ihnen zugeschickt. Im Keller wurde angeblich eingebrochen und der Briefkasten wird mit Kot beschmiert. Ey, das ist so gottlos, Chat. Es gibt wirklich. Das Internet zeigt auch immer wieder, wie viele Idioten es in diesem Land gibt, Chat. Das ist unfassbar.
Stell dir vor, dein Leben ist so traurig und so langweilig, dass du Kot an den Briefkasten vom Anzeigenhauptmeister schmierst. Digga, wundert mich trotzdem nicht. Ja, mich auch nicht. Ja, mich wundert's auch nicht, weil er ist so bekannt geworden und diese Videos haben so viele Aufrufe gemacht, dass ihn wirklich jeder kennt. Und wenn dich halt jeder kennt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch sehr viele Idioten kennen, auch sehr hoch gleichzeitig natürlich. Dabei hat sich der 18-Jährige immer eingebildet, einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft zu übernehmen. Es könnte aber auch noch etwas anderes dahinter stecken, vermutet Psychotherapeut Florian Brett. Niklas hat gesagt, dass das nicht stimmt. Was jetzt, der komplette Beitrag oder der Code an seinem Briefkasten? Das ist nicht so, dass er sich versteckt und das heimlich machen will, sondern alle sollen sehen, dass er das tut anscheinend. Bekommt dafür ja auch Aufmerksamkeit, auch wenn es negative ist, aber er bekommt die Aufmerksamkeit und hat sicherlich eine Genugtuung auch damit. Nach eigenen Angaben hat Niklas im vergangenen Jahr rund 4.000 Anzeigen deutschlandweit erstattet und 140.995 Euro erwirtschaftet. Eine Summe, die nicht nachvollziehbar ist. Die Arbeit des sogenannten Anzeigenhauptmeisters sieht der Bürgermeister seines Heimatortes inzwischen sehr kritisch. Der junge Mann hat sich so zum Hobby gemacht, die ganze Welt anzuschwärzen. Blutet mittlerweile sämtliche Behörden, nicht nur Ordnungsämter, sondern auch Polizei und andere Behörden mit Anzeigen und lähmt dadurch uns eigentlich bei der eigentlichen Arbeit. Ist so verrückt, Chat, was für Ausmaße das einfach angenommen hat, oder? Wirklich crazy. ...Jähriger, der mit Hilfe einer Petzer-App die Menschen gegen sich aufbringt und weitermachen will. Für Psychotherapeut Florian Brett gibt es nur eine Lösung. Man könnte dem jungen Mann eigentlich nur... ja, sagen, bitte begib dich mal in Behandlung und lass mal gucken, ob man dir irgendwie helfen kann. Jo, und das muss sich der Niklas nicht bieten lassen, okay? Okay? Der macht das, was er will und dem geht's auch gesundheitlich gut. Dem geht's gut. Niklas Mutter ist skeptisch, ob er sich wirklich helfen lässt. Also was der Übermove wäre für Niklas Chat ist, wenn er einfach beim Ordnungsamt anfängt zu arbeiten. Stellt euch das mal vor. Dann wäre das, was er tut, auch einfach irgendwo seine Arbeit. Ich glaube nur, die würden ihn dann nicht annehmen, weil er halt ein bisschen zu genau arbeitet, denke ich mal. Ja. Ich möchte meinem Sohn nicht schaden. Ich möchte ihm helfen. Aber das sieht er nicht ein. Noch hört Niklas nicht auf seine Mutter. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister will auf sein gefährliches Hobby nicht verzichten. Crazy, okay. Ich weiß bis jetzt nicht so ganz, Chat, ob das jetzt ein legiter Beitrag war. Nochmal Frage, letztes Mal, war das ein Fake-Beitrag oder war der real so? Ich kann es irgendwie schwer einschätzen. Qualiton war halt mega kacke, aber ich glaube, das lag daran, dass er das einfach mit seinem Handy gefilmt hat vom Fernseher. Viele schreiben jetzt Fake, viele schreiben aber auch real rein. Ich weiß es nicht, Chat. Ich habe das letzte Mal Fernseher geguckt vor 5 Jahren oder so. Falls es echt war, ist es wirklich sehr, sehr traurig. Auch für die Mutter einfach, das wünscht man ihr natürlich nicht. Ob der jetzt damit aufhört, ich weiß es nicht. Ich habe da zu viel Bedenken, Chat, weil ich wirklich auch glaube, dass ihm der Ruhm mittlerweile gefällt. Der ist süchtig nach diesem Fame, nach diesem Kick geworden und ich denke, dass der da in naher Zukunft nicht aufhören wird. 1000% real, einfach krank. War ein interessanter Beitrag. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier eine Reaktion war. Wenn ja, dann tut es mir leid für die Qualität. Wir sehen uns im nächsten Reaktionsvideo wieder. Das waren die Neuigkeiten vom Anzeigenhauptmeister. Wir gehen zurück in die Zentrale und machen jetzt weiter mit dem Wetter.